Ja, hallo, zu meinem kleinen Leitungstipp. Ich habe letztens schon auf der Homepage bei mir in dem Blog geschrieben, dass ich mal ein paar Videos dazu machen möchte. Da hatte ich schon ja, ein paar Tipps beschrieben. Doch ich finde, halt Videos sind immer ein bisschen besser. Ich veranschauliche das ein bisschen besser. Braucht man nicht so viel schreiben. Und man sieht halt, was auch hier passiert. Ja, bei diesem kleinen Tipp möchte ich einmal kurz die Taste L vorstellen in Lightroom. Ja, steht halt für Light bzw. Licht, Licht ausschalten. Und ich finde es sehr hilfreich, ein Bild zu beurteilen. Ich drücke einfach mal auf die Taste L. So. Dann hat man ja so einen abgedimmten Hintergrund. Man sieht nur noch die Bilder leuchten. Und drücke jetzt nochmal L, hat man nur noch die Bilder und einen schwarzen Hintergrund. Bei so kleinen Bildern finde ich, ist das jetzt noch nicht so überzeugend. Aber wenn ich das Bild hier doppelt klicke, beziehungsweise wenn ich da mit einer Taste, der Taste E drauf klicke für hier unten die Lupenansicht E, hat man es groß, und wenn ich dann auf L drücke oder nochmal L, dann habe ich wirklich nur noch das Bild zur Verfügung und alles andere schwarz, und das ist wirklich, ja, ich finde es halt viel, viel besser so zum Betrachten, weil man nicht mehr so doll abgelenkt wird. Und das Ganze kann man auch noch hier oben unter Bearbeiten, Voreinstellungen sich einstellen. Hier bei Beleuchtung aus, Bildschirmfarbe ist schwarz, so habe ich den Standard. Ich finde es auch am besten. Kann man in verschiedenen Grautönen ein bisschen zu weiß einstellen. Und dimmbar ist es auch in verschiedenen Stufen. Ich habe es auf 80, ist aber auch Geschmackssache. Machen wir 50%. So, wenn ich jetzt das erste Mal L drücke, dann ist es halt nicht so stark gedimmt. So, aber wenn ich das wieder dimme, dann ist es auch wieder gleich. Ja. Das war ein kleiner Tipp von mir. Achso, Moment. Da kann man natürlich noch was machen, und zwar, wenn einem das nicht genügt, sich das so anzugucken. Das mache ich auch eigentlich sehr oft. Drückt mir die Taste F. Und bei Taste F ist halt der ganze Bildschirm gefüllt damit. Und das hilft natürlich auch sehr, sehr gut zum Betrachten. Das geht aus dieser Rasteransicht sowohl als auch aus dieser Lupenansicht. Auch wenn ich jetzt hier F drücke, ist auch groß, und ja, da kann man schön betrachten. Das war es auch schon mit dem kleinen Tipp von mir. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, macht einen Daumen nach oben, und wir freuen euch bald wiederzusehen. Bis dann.